Der Ironman kommt nach Erkner. Laufen, Radfahren, Schwimmen. 3000 Sportler wollen nächstes Wochenende an diesem Event teilnehmen. Für die Autofahrer bedeutet das Sperrungen und Parkverbote. Das betrifft das Stadtgebiet von Erkner sowie die Strecke über Neuzittau, Spreenhagen bis nach Braunsdorf und zurück. Der jeweilige Kurs ist im Internet unter www.ironman.com einsehbar. Wir werden Samstag ab 7 Uhr die Friedrichstraße und die angrenzenden Straßen so ein bisschen sperren. Da haben wir relativ viel Informationsmaterial auch ausgelegt und versendet. Und Samstag haben wir so bis ungefähr 12 Uhr die Sperrung und dann ist alles wieder frei. Am Sonntag gelten die Sperrungen dann sogar bis 18 Uhr. Anwohner haben die Möglichkeit, sich direkt beim Veranstalter zu informieren. Das ist Omas Geburtstag, Kindergeburtstag, Hochzeit, was auch immer so war. Bisher konnten wir eigentlich allen immer helfen und sagen, wie sie oder wie wir gemeinsam das Problem lösen. Auch Parkplätze werden knapp sein an diesem Wochenende. Es wird empfohlen, mit der Bahn anzureisen.